sense. Nächste Halt, Bergün. Next stop, Bergün. 416 Meter Höhenunterschied hat die Bahn zwischen Bergün, Blauvoin und Preda zu bewältigen. Die beiden Kehrschleifen sind ein Panoramaerlebnis. Nach der Ausfahrt aus der nächsten Galerie sehen Sie auf der rechten Seite den Leipicen, zu Deutsch wird Romanisch gesprochen, Italienisch hingegen im Valle di Boschiavo. Die Station Ospizio Bernina ist mit 2253 Metern die höchstgelegene Station auf dem Netz der Rätischen. Tackling the last great climb before the top of the pass. As we leave the covered gallery, look on the right-hand side and you will see Leipicen, which is Romanish for little lake, and Leinaia, which is black lake. After that, you can see the dam wall at the end of Lago Bianco. That's Italian for white lake. The lake's pale greenish color is caused by water flowing in from the glacier. The water from Leipicen and Leinaia flow northwards. It flows into the Inn and the Danube, finally to the Black Sea. The waters of Ospizio Bernina ist mit 2253 Meter der höchstgelegene Bahnhof der Rätischen Bahn. Auf der anderen Seite des Lago Bianco sehen Sie den Cambrena Gletscher und den 3604 Meter hohen Piz Cambrena. Das Wasser. The station Ospizio Bernina is at 2,253 meters above sea level, the Rhaetian Railway's highest station. On the far side of Lago Bianco, you can see the Cambrena Glacier. Thank you.
In a few moments, the Bernina Express will cross over the 89-meter-high Solis Viaduct. The arch spans 42 meters over the Albula River.
Tal, das sich von Tiefenkastel bis Breda erstreckt, ist gesamthaft eine der dünn besiedelsten Regionen Graubündens. The Albula Valley, the region stretching from Tiefenkastel to Breda, is one of the cantons most thinly populated areas. In wenigen Minuten fahren wir über den 65 Meter hohen Landwasserviadukt. Er ist eines der imposantesten Bauwerke der Rätischen Bahn und schwingt sich in elegantem Bogen direkt in einen Tunnel in der steil abfallenden Felswand. In a few minutes we will be running across the 65 meter high Landwasserviaduct. It is one of the most impressive constructions on the line, as it curves elegantly above the valley below before entering a tunnel carved into a sheer rock face.
Nächster Halt, Filisur. Next stop, Filisur. Der Bernina Express nimmt nun die große Steigung bis zum Kulminationspunkt in der Mitte des Albula-Tunnels in Angriff. Von Filisur
Auf gut 1000 Metern geht's hinauf auf 1823 Meter über Meer. Rechts das Dorf Filisur mit den ersten Häusern im Engadiner Baustil. The Bernina Express will now be tackling the enormous climb up to the highest point in the middle of the Albula Tunnel. From here in Filisur at about 1000 meters above sea level, we will be going up to 1823 meters.
bediente Station Stui Stolz ist ein einmaliges bahnhistorisches Ensemble, das über 100 Jahre hinweg von der Frühzeit des Bahnverkehrs auf der Anhola-Strecke erzählt. The station Stui Stolz, although no longer in operation, is a unique historical railway entity, revealing more than 100 years of history from the early days of rail traffic along the Albula line. Nächster Halt, Bergün. Next stop, Bergün. Thank you.
416 Meter Höhenunterschied hat die Bahn zwischen Bergün, Blauvoin und Preda zu bewältigen. Die beiden Kehrschleifen sind ein Panoramaerlebnis. Der Blick erfasst mehrmals Bergün, Blauvoin und das darüber gelegene Dörfchen Latsch, das uns noch einige Male begegnet. Between Bergün, Blauvoin and Preda, the train must overcome a difference in height of 416 meters. The two reversing loops provide a panoramic experience. We see the view of Bergün, Blauvoin and the tiny village of Latsch above it many times as we curve round and round. Thank you.
Im Winter erfreut die Passstraße zwischen Frida und Bergün-Bravoin groß und klein als Schlittelbahn. Im Sommer führt ein interessanter Wanderweg entlang der Bahnstrecke. In winter, the pass road between Frida and Bergün-Bravoin becomes a sledging run for the delight of young and old. In summer, an interesting hiking trail can be followed along the train line. Spektakulärsten Teil der Albula Linie. Gleich einem Karussell überwindet der Zug in Kehrtunnels die Höhenmeter und wechselt viermal die Talseite. Der Ausblick aus dem Fenster wird zum Verwirrspiel. We are now in the most spectacular part of the Albula line. Like a merry-go-round, the train snakes its way higher through spiral tunnels and crosses the valley from one side to the other four times. The view from the window becomes disorientating. Reservation. Bei Ihnen ist Uetta, habe ich vor der Reservation auch. Das ist gut.
Wir befinden uns im Engadin. In wenigen Minuten fahren wir durch das Engadiner Dorf Bever. Dort trifft unser Zug auf die Engadiner Linie der Rätischen Bahn. Sie verbindet Schkol stündlich mit Pontresina. Talaufwärts erreichen wir Sameden. We have now arrived in the Engadin and the first village is Bever. Here our train meets the Rätischen Railway's Engadin line, which connects Schkol hourly with Pontresina. We go on up the valley towards Sameden. Thank you.
erklimmt eine Schanzeilbahn den klassischen Aufsichtsberg Muertas Murai. Vor Pontresina nähern wir uns der von St. Moritz her kommenden Bahnlinie. Sie verläuft für kurze Zeit parallel zu unserer Linie, mit der sie sich in Pontresina vereint. On the left, you can see a cable car running up towards the well-known viewing point at Muertas Murai. Before Pontresina, we will come closer to the line from St. Moritz. Short time, it runs parallel to ours and joins up in Pontresina. Next stop, Pontresina. Thank you.
Seit Pontresina befährt der Bernina Express die eigentliche Bernina Linie, die im Gegensatz zum übrigen RHB-Netz mit Gleichstrom von 1000 Volt betrieben wird. Seit ihrer durchgehenden Inbetriebnahme im Jahre 1910 überquert sie als einzige Schweizer Bahn offen die Alpen und bringt sie von den Gletschern des Bernina Passes auf 2253 Metern hinunter auf 429 Meter über Meer nach Tirano. After Pontresina, the Bernina Express uses the actual Bernina line, which, unlike the rest of the Rhetian railway network, operates on 1000 volt direct current. Since its inauguration in 1910, it has been in continuous operation as the only Swiss railway line crossing over the top of the Alps and descending from the glaciers of the Bernina Pass at 2,253 meters down to the 429 meters above sea level in Tirano.
guter Sicht ist der Eisstrom des Vorderradsch-Gletschers sichtbar. Er hat seinen Ursprung im dahinterliegenden Bernina Massiv, dessen höchster Gipfel der 4049 Meter hohe Piz Bernina ist, der unserem Zug seinen Namen gegeben hat. If visibility is good, the ice flow of the Mortaratsch Glacier can be seen. Its source lies behind in the Bernina Massif, and our train is named after its highest peak, the 4049 meter Piz Bernina.
Deutsch? Ja, ja, ja. Ah, okay. Wenn es blinkt, dann ist es kaputt. Ja, okay. Ich wenn es permanent leuchtet, ist es besetzt. Das ist ja ein anderes. Ja, im nächsten Wagen auch. Ja, schon. Entschuldigung, Schweizerdeutsch. Nein, nein, nein. Sorry. Bernina Diavolezza. Next stop, Bernina Diavolezza. In Fahrtrichtung rechts befindet sich die Talstation der Luftseilbahn nach Diavolezza, einer Oase mitten in den Gletschern des Bernina-Massivs. In the direction we are traveling and on the right, you can see the aerial cable car to Diavolezza, an oasis amid the Bernina massive glaciers.
Wir überwinden die letzte große Steigung vor der Passhöhe. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus der nächsten Galerie sehen Sie auf der rechten Seite den Leipitschen, zu Deutsch Kleiner See, und den Leinair, den Schwarzen See. Danach folgt die Staumauer des Lago Bianco, des Weißen Sees. Dieser Stausee verdankt seine grünlich-weiße Farbe dem abfließenden Gletscherwasser. Die Abflüsse von Leipitschen und Leinair wenden sich nordwärts. Ihr Wasser fließt durch den Inn und die Donau ins Schwarze Meer. Anders der Abfluss des Lago Bianco. Er nimmt seinen Weg südwärts, durch den Boschiavino, die Adda, in den Po und in das Adriatische Meer. Die gelbe Tafel auf der rechten Seite des Zuges, rund 20 Meter vom Gleis entfernt auf der Höhe der Staumauer, markiert den genauen Punkt der Wasserscheide. Kurz danach überqueren wir bei der großen Seebucht auch die Sprachgrenze. Im Norden, im Oberengadin, wird Romanisch gesprochen. Italienisch hingegen in Valle di Boschiavo. Die Station Ospizio Bernina ist mit 2253 Metern die höchstgelegene Station auf dem Netz der Rhenischen Bahn. Gegenüber der Station und des Lago Bianco sehen Sie den Cambrena Gletscher und den 3604 Meter hohen Piz Cambrena. We are just tackling the last great climb before the top of the pass. As we leave the covered gallery, look on the right-hand side and you will see Leipitschen, which is Romanish for little lake, and Leinair, which is black lake. After that, you can see the dam wall at the end of Lago Bianco. That's Italian for white lake. The lake's pale greenish color is caused by water flowing in from the glacier. The water from Leipitschen and Leinair flow northwards. It flows into the Inn and the Danube, finally to the Black Sea. The waters of Lago Bianco, however, flow southwards into the Poschiavino, the Adda, the Po, towards the Adriatic coast. The yellow lotus board on the right-hand side of the train, about 20 meters from the line and level with the dam, marks the exact point of the watershed, the dividing mark for draining water. Shortly after the dividing point for the water comes the dividing point for languages. To the north, in Engadine, Romanish is the official language. To the south, in the Valle di Poschiavo, it is Italian. The station Ospizio Bernina is the Rhaetian Railway's highest, standing at 2,253 meters above sea level. Opposite the station, you can see the Cambrena Glacier and the 3,600 meter peak of Piz Cambrena. Ospizio Bernina ist mit 2253 Meter der höchstgelegene Bahnhof der Rätischen Bahn. Auf der anderen Seite des Lago Bianco sehen Sie den Cambrena Gletscher und den 3604 Meter hohen Piz Cambrena. Seit 1927 wird das Wasser des Stausees über eine Druckleitung in die 280 Meter tiefer gelegene Kraftwerkzentrale Palü geleitet. Der Inhalt des vollen Sees beträgt 18 Millionen Kubikmeter Wasser. The station Ospizio Bernina is at 2,253 meters above sea level, the Rhaetian Railway's highest station. On the far side of Lago Bianco, you can see the Cambrena Glacier as well as Piz Cambrena at 3,604 meters. Since 1927, water from the reservoir has been pumped via a pressure pipe to the hydroelectric power station Palu, some 280 meters lower down. The lake contains 18 million cubic meters of water.
Nunmehr fährt die Bahn in einem andauernden Gefälle von 7%. Zum Schutz gegen Schneeverwehungen und Lawinen mussten diverse Galerien gebaut werden. From now on, the train is gradually losing height with a gradient of 7 meters per 100. The many galleries were built as protection against avalanches and snowdrifts.
Unterhalb der Station Altgrün ist der Palüse mit der Kraftwerkzentrale Palüse der ersten von fünf Stufen der Repower zu sehen. Lake Palüse is below Altgrün Station, where you will also find the hydroelectric power station. It is built on the first of five different levels, and it produces electricity by the company Repower. Thank you.
Thank you.
Thank you.
gehört zu den italienischsprachigen Südtälern der Schweiz. Es wird vom Buschiavino durchflossen und verbindet das Engadin mit dem milden Veltlin. On the opposite side of the valley, the Bernina pass route can be seen. The Buschlav valley belongs to the Italian-speaking southern valleys of Switzerland. The Buschiavino flows through it and links the Engadin with the mild Veltlin. Thank you.
In Kürze fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Über ihn drehen wir, ähnlich wie in den Kiertunnels, eine Schleife. Entlang der Kierschleife sind runde, iglu-ähnliche Steinhaufen zu sehen, welche früher als Speicher für Wein und Käse dienten. In a few minutes, we will be crossing the famous circular viaduct in Brusio. This construction again makes a loop to lose or gain height, like the spiral tunnels after Bergün. The igloo-like stone mounds below were once used for storing wine and cheese. Thank you.